Wenn das jetzt kein krasses Video wird, ja, dann werde ich Just Nero jetzt deabonnieren. Die Abrechnung mit Attila Hildmann. Mit Attila, Glaskopf, Aluhut, man weiß es nicht. Attila Hildmann hat übrigens auch schon drunter geschrieben, hat vorhin Just Nero in den Chat, bei uns im Meinungsbürger-Chat geschrieben. Ah. Oh, auf was habe ich mich da schon wieder eingelassen? Letztes Video habe ich mich unter anderem ein wenig über den Mensch gewordenen Daumen mit der Bimmelglocke lustig gemacht. Soweit so schön. Im Stream darauf haben wir uns nochmal ein Video von ihm angeschaut, war auch alles ganz lustig. Bis ich dann auf eine Idee gekommen bin, auf eine sehr, sehr dumme Idee. Wir haben uns zusammen Attila Klaus-Peter Hildmann Videos angeschaut. Zu dem Zeitpunkt konnte ich ja noch nicht ahnen, was das für weitreichende Konsequenzen für mich haben wird. Fällt mir ehrlich gesagt auch noch ein wenig schwer, darüber zu reden. Der Typ, ich habe euch das schon mal gezeigt, der hatte meine Aufnahme auch als Video hochgeladen. Da war so übel, eine übel verpixelte Drohne zu sehen, irgendwo in Marseille. Und hat er gesagt, ja, guck mal, wie schlimm das ist. Und die beobachten uns jetzt mit Drohnen wegen der Corona-Maskenpflicht und sowas. Der Typ ist geistig komplett so. Also der ist wirklich geistig nicht ganz ja, gut. Er hat ein Video von mir in seiner Telegram-Gruppe gepostet und dazu aufgefordert, es zu disliken. Da gibt es nur ein Problem. Ich habe bis dato doch noch gar kein Video über ihn gemacht. Es gibt da draußen aber einen Fankanal, mit dem ich überhaupt gar nichts zu tun habe, der manche Stream-Ausschnitte von mir hochlädt. Könnte es etwa sein, dass die Leute jetzt denken, dass ich das bin und... Ach du Scheiße, als ob einfach ein falscher Kanal, die haben einfach einen falschen Kanal gedisliked. Die haben einfach einen falschen Kanal hops nehmen wollen. Also das zeigt ja auch einfach die Intelligenz von den Leuten. Attila auch? Ist aber auch zu viel verlangt, die Videobeschreibung oder die Kanalinfo zu lesen. Ich möchte die Kapazitäten des Möhren-Mussolinis ja nicht vollends zu glühenden Überforderungen bringen. Ich bin ja kein Unmensch. Ich werde die grobe Situation ein wenig aufdröseln, allerdings leider nicht vollumfänglich wie von mir gewöhnt. Ansonsten kann ich mich wahrscheinlich in Gänze von meiner Kanalmonetarisierung verabschieden. Anschließend widme ich mich kurz seiner Videos und abschließend der Rasselbande, die er auf meinen Fan-Account gehetzt hat. Dass er den falschen Kanal gepostet hat, hat durchaus zu einigen lustigen Situationen geführt. Oh, ich weiß ganz genau, wie er und seine aggressiv auftretenden Aluhut-Apologeten außer sich sind vor Freude, weil sie es geschafft haben, auf einem unabhängigen, winzigen Fankanal 2/3 Dislikes zusammenzubekommen. Nachdem er dazu aufgerufen hat, dieses Video zu disliken. Respekt! 400 Dislikes! Shit, Alter! Da hatten die anderen 112.600 Leute wohl mal wieder gar keinen Bock, wa? An der Stelle möchte ich übrigens erwähnen, dass ihr dieses Video hier liken sollt. Wenn Attila mich wieder in der Gruppe postet, könnte meine Bewertung nämlich von wahrscheinlich 97 oder 98% Likes auf 95% kippen. Das will mir doch hoffentlich keiner zumuten. Ja, wir können ja mal zumuten. Gucken. So, ich meine, komm, wir gucken mal, wie die Bewertung jetzt ist. Weil er hat ja immerhin schon 700 Dislikes, das ist ja schon einiges. Wurde wahrscheinlich schon in der Gruppe gepostet, sonst hätte es niemals 700 Dislikes. 95%, hui. Wir sind gerade bei 5. Leute, liked mal bitte das Video von Just Nero. Wir müssen irgendwie wieder 1% erhöhen, immerhin. Damit das einen steigenden Wert hat. Nicht, dass das mit Tendenz nach unten geht. Das wollen wir nicht. Ich meine, hier geht's um Attila Hildmann, ja? Also mal ganz schnell hier den Like-Button drücken unter diesem Video. Komm, einen Kommentar geben wir uns einfach jetzt schon mal. Seht es einfach als kleines Foreshadowing für den Schlusspart dieses Videos. 1500 Aufrufe, Like, Dislike, 1:3. Lern, lesen. Immer noch Fan-Account. Ich sag ja, die sind stolz wie Bolle, auf so einen kleinen Kanal ein paar Dislikes gefarmt zu haben. Immerhin haben 0,35% sein... Weißt du, E-Pfeife, eigentlich, was Krute heißt? Google mal. Lispeln und sich über Sprechpausen lustig machen. Außer kommentieren kommt nichts. Einfach dumm. Ohne Attila hättest du noch weniger Aufrufe. Frei zu atmen kostet in Düsseldorf bis zu 25.000 Euro. Dummkopf. Einfach nur peinlich. Christiane Kost, Alter. Keine Ahnung, nimm das Kost einfach weg. Ich denke nicht, dass du viel Kost bei dir zu Hause abbekommst, sonst würdest du nicht so eine Scheiße schreiben. Wie kann man eigentlich so lost sein? Also wie kann man so einen Kommentar schreiben und sich denken, ja Mann, frei zu atmen kostet 25.000 Euro. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, nur mal so, geh einfach ans Fenster, atme frei ein, atme frei aus, ja. Also je nachdem, ob Christiane Kost draußen, also unter der Brücke oder irgendwie obdachlos ist oder halt eine Wohnung hat, ne, dann kannst du das Fenster öffnen eventuell. Außer die hat eine Wohnung ohne Fenster. Kenne ich jetzt zwar nicht, sollte es so sein, dann viel Spaß im Keller.
seiner Anhänger gehört. Wäre ich jetzt fies, hätte ich wahrscheinlich dazu aufgerufen, dass alle von euch den in der Videobeschreibung verlinkten Kanal von Attila aufrufen und den Spieß mal umdrehen. So nach Motto, jedes einzelne Video aus den letzten Wochen aufrufen und eins nach dem anderen disliken. Gerade die neuesten von ihm. Einfach mal um zu... Alter, Justin Jarvis Community ist garantiert so asozial, die haten den jetzt bestimmt des Todes. 35% Like-Rate, 39%, 23%. Okay, warte, die waren aber bestimmt schon vorher schlecht, aber ich glaube, die kacken gerade ein bisschen ab. Alter, hier ist ja wirklich alles rot. Dislikes sind gegönnt. Böse Grüße von Justin Jarvis, schöner Hund, und das meine ich nicht mehr ironisch. Der Hund ist aber auch das einzig Schöne hier. Zu gucken, wie viel wir da so zusammenbekommen. Ich habe ja gehört, wir haben eine relativ treue Community. Wäre ja lustig, wenn da hinterher bei ihm 5% Likes und 95% Dislikes stehen würden. Aber dazu würde ich ja niemals auffordern. Sowas mache ich nicht. Also auf keinen Fall den Link in der Beschreibung anklicken und seinen Kanal disliken. Weiter im Text, Kommentar. Oh nein, Alter. Es sind wild gewordene Boomer. Weißt du, E-Pfeife, eigentlich, was Krude heißt? Google mal. Habe ich, ja. Wurde meinem Wissen bestätigt. Lispeln und sich über Sprachpausen lustig machen. Kleine Kontextexposition. Ich habe ja wie gesagt auf sein Video reagiert und mich so ein bisschen über seinen Sprachduktus amüsiert. Ihr müsst verstehen, wenn Attila für einen Satz ohne Komma 20 Sekunden braucht, liegt das nicht daran, dass er ohne Punkt und Komma schwafelt, sondern eher, dass 15 von diesen 20 Sekunden Sprachpausen sind, in denen er die ihm komplett durcheinandergegangenen Gedanken wieder sortieren muss. Übrigens hat das so einen leicht einschläfernden... Ich weiß nicht mehr, ob der wirklich Gedanken hat. Also ich denke, jetzt so ein Mensch, der denkt über nichts nach, aber redet einfach. So, der weiß nicht, was der redet, aber der redet einfach. Der kann auch nicht gut reden. Der wirklich, ich finde Attila Hildmann, ich weiß nicht, wie der die Leute dazu bringen kann, seine Scheiße sich anzuhören, aber ich finde, der ist einfach ein schlechter Redner. Von den Touch, ihm zuzuhören. Hoffen wir einfach mal, dass Schrang nicht der nächste im Autoplay ist. Ich kann mir nämlich durchaus Angenehmeres vorstellen, als durch ohrenbetäubendes Gebimmel oder kollabierende Lautsprecherboxen zu erwachen. Außer kommentieren kommt da nichts. Darf ich dich fragen, was zum Ficke du erwartest, wenn ich mir ein Video anschaue, kommentiere ich das? Was soll ich denn sonst machen? Um es mal für dich verständlich auszudrücken, ich bin noch nicht geimpft worden, dementsprechend verfüge ich noch nicht über die Fähigkeit, in den Cyberspace abzutauchen, um im Video nachträglich selber mitzuwirken. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre ein bisschen lustige Spielerei mit dem Quellcode. Ohne Attila, an der Stelle möchte ich übrigens anmerken, dass du Attila falsch geschrieben hast, lies einfach nochmal dein vorletztes Wort und wirf einen Blick auf den blank polierten Fliesentisch, falls die 3 cm dicke Aldi-Stopftabakschicht mal entfernt wurde. Dann siehst du grobe Gesichtszüge, die dementsprechend, was du auf mich beziehen wolltest. Ohne Attila hättest du noch weniger Aufrufe. Ich denke, ich brauch's jetzt nicht wiederholen. Er hätte halt ohne Attila genauso Aufrufe. Warum? Was ist das für ein Kommentar? Ohne Attila hättest du noch weniger Aufrufe. Hä? Ich verstehe das halt auch einfach nicht. Der redet das erste Mal über Attila Hildmann und sagt, ohne Attila hättest du noch weniger Aufrufe. Also würde der Kanal jetzt nur daraus bestehen, Attila Hildmann zu fronten oder den als Hauptperson auf den Kanal zu machen. Ja, dann würde der Satz Sinn ergeben. Aber es ergibt gar keinen Sinn, weil der das erste Mal darauf reagiert. Weißt du, wenn das Video 5 Aufrufe macht, dann hat man ja noch weniger Aufrufe im Prinzip als jedes andere Video, wenn man auf Attila Hildmann reagiert. Frei zu atmen kostet im Düsseldorf bis zu 25.000 okay, Euro. Kenn ich nicht, ne? Das wären übrigens knapp 1.000 Marlboro Stopftabak Premium Red XL Dosen, um es mal verständlich zu rechnen. An der Stelle übrigens großes F an alle, die in Düsseldorf wohnen und entspannt zu Hause sitzen. Ne? Luft anhalten, sonst klingelt's richtig im Beutel. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Zugegeben, es ist nicht falsch, dass ein Maskenverstoß in Düsseldorf bis zu 25.000 Euro kosten kann. Ich brauche jetzt aber nicht erklären, wann Höchststrafen zu Trage kommen, oder? Und dass der Sauerstoffgehalt im Blut mit oder ohne Maske im Gesicht identisch ist. Ich sehe gerade mal, wie lange ich mich eigentlich mit dem Kommentar aufgehalten habe. Ist aber eigentlich auch nicht weiter schlimm, weil ich gewisse Parallelen zwischen ihrer und Attilas Argumentationsstruktur sehe, falls man es so nennen möchte. Dann kommen wir mal zum... Ich kriege auch bei solchen Menschen einfach Kopfschmerzen. Ich finde, die Menschen sind auch einfach nur dumm. Die Menschen sind einfach wirklich nur komplett dumm. Und die Leute, die Attila wirklich ernsthaft geil finden, das ist... Zweiten Part des Videos. Wird dann wohl mal Zeit zu erzählen, wer Attila überhaupt ist bzw. war. Früher bekannter veganer Koch, meines Wissens nach erfolgreicher Autor, saß bei Stefan Raab auf der Couch und so weiter. Hat Veganismus in Deutschland wahrscheinlich nicht unerheblich mitgeprägt. Irgendwann hat er dann wahrscheinlich einen Anruf von Xavier bekommen und danach ging es so richtig schön
los. Er fiel nach und nach mit so ein paar wirren Theorien auf, teilweise mit Orientierung bei den Reichsbürgern. Mittlerweile sind es solche Postings und das leider unironisch. Wie Merkels Regime unterstützt macht, wer Merkels Regime unterstützt, macht sich mit Schuldig an einem Staatsstreich, Hochverrat und einem geplanten Völkermord an 50 Millionen Deutschen über genverändernde Impfungen. Alle Mittäter sollen später nicht sagen, sie hätten von all dem nichts gewusst. Jeder muss mit seinem Gewissen ausmachen, ob er hier weiter mitmacht. Die meisten haben die Entscheidung lang gefällt. Sie wählen örtliche Macht und sind im Jenseits. Gott wird keine Gnade haben, wir können verdienen. Alter, wirklich, wie kann man so viel Scheiße schreiben? Genauso wie die auch immer schreiben, ja, wir sind in der Diktatur. Die sind einfach in der Diktatur, Leute. Ja, wahrscheinlich. Ihr geht protestieren. Ja, demonstrieren. Ihr könnt eure Meinung frei äußern. Aber ihr seid in der Diktatur. Wärt ihr in der Diktatur, dann würde man euch einen Tag danach auf jeden Fall nicht mehr sehen draußen. Das wollte ich bloß mal sagen. Aber das checken die Leute. Die Leute, die haben keine Ahnung von irgendwas. Stoppt einfach kurz, um zu lesen. Falls euch mehr für ihn interessiert, googelt ihn einfach, ihr findet wirklich genug. Bei ihm stoße ich leider auf das Problem, dass es so viel zu sagen gibt, dass ich gar nicht wüsste, welcher Punkt der wichtigste ist. In Gänze über ihn zu reden, würde den Rahmen des Videos wahrscheinlich so auf 70 Stunden anheben und ich glaube, da hat niemand wirklich Bock drauf. Übrigens ist er früher schon durch einige seltsame Verhaltensweisen aufgefallen. Ich bediene mich eigentlich ungern bei Quellen wie der FAZ, aber hier wurde eine Situation doch ganz gut zusammengefasst. Ein Journalist hat Attilas Fressbude in Berlin besucht und negative Kritik hinterlassen. Unter anderem zum Beispiel, dass der Tofu Konsistenz wie Gummi hatte. Natürlich hat unser veganer Star-Koch diese Kritik professionell hingenommen. Späßchen. Er hat davon geblubbert, dass er dem Journalisten gerne Pommes in die Visage stopfen würde und hat dazu eingeladen, dass sich andere Journalisten doch gerne selber überzeugen sollen. Er würde ja ruhig bleiben. Es sei denn, es redet jemand negativ über das Essen. Dann würde er dieses Mal komplett ausrasten. Ich meine, Attila Hildmann ist halt auch unfehlbar. So, und da kann es nur gut schmecken. Ich möchte es bloß nochmal sagen. Es kann bei ihm nur gut schmecken. Ich kenne auch kein Gericht von Attila Hildmann, was nicht überaus köstlich ist. Verziert übrigens mit einem Foto von ihm und einer Pumpgun. Kritikfähig, der junge Mann. Das war so grob eine Kleinigkeit zu seiner Person. Hier ist übrigens jetzt mal das Video, welches der Auslöser für den ganzen Spaß war. Ich habe mich, wie gesagt, ein wenig über seinen Sprachfluss amüsiert und über, eigentlich den ganzen Rest des Videos. Also die anderthalb Minuten von den Vieren, die nicht aus Gedankensortiererei, Zungenverhedderung und Scheiße, ich habe vergessen, was ich gerade sagen wollte, besteht. Zu seiner Verteidigung, bei der Sprunghaftigkeit seiner Aussagen und Argumente, ist es aber auch kein Wunder, dass er sich nicht mal selber an das erinnert, was er gerade behaupten wollte. Also es wundert mich wirklich nicht. Er hat so ein bisschen vor sich hingebrabbelt, so ein wenig über den Kommunismus und Bolschewismus geschwafelt, obwohl er sich nicht mal im Klaren ist, wo da der Unterschied liegt. Immer gut, wenn man über Politik redet und keine Ahnung hat. Übrigens, seiner Aussage nach, sowieso alles beim Alten. Der Kommunist lockt nämlich wieder mit dem Geld in seine Fänge. Irgendwas mit bedingungslosem Grundeinkommen und Zusatzzahlung. Den ersten Punkt verstehe ich ja noch. Es folgen so ein paar politische Begriffe, die er selber nicht ganz versteht. Zwischendurch geht ihm dann noch Faschismus und Kommunismus durcheinander. Die Bolschewisten klauen unsere Blagen und ach, jeder bei klarem Verstand wüsste doch, worauf das hinausläuft. An der Stelle möchte ich übrigens kurz auf den Dunning-Kruger-Effekt verweisen, den man nämlich erstaunlich oft auf unseren Avocado... Ja. Übrigens, Dunning-Kruger-Effekt, muss ich sagen, findet sehr häufig statt. Die wirklich dummen Menschen haben zu viel Selbstvertrauen und glauben wirklich das, was die blubbern. Und die schlauen Menschen, die sind erstmal zurückhaltend und glauben oder zweifeln, ich sag mal nicht, die zweifeln nicht unbedingt an ihren Denkverhalten oder Denkvermögen. Aber, weißt du, die halten sich so ein bisschen zurück. Die sind nicht so extrem selbstbewusst erstmal oder selbst, selbstsicher, was das Ganze angeht. Beziehen kann. Wir wollen aber auch nicht komplett negativ hier sein, ne? Positiv. Der Hund ist schön. Der ist wirklich schön. Saban, im anderen Video, das wir uns angeschaut haben, forderte Attila himself Merkel dazu auf, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Angela Merkel dropped to 0%. Ist Merkel jetzt zurückgetreten deswegen? Wir lehnen es ab, uns sein weiteres wirgeblubbertes Gewäsch anzuhören. Er hätte lieber beim Gewäsch von Tellern bleiben sollen. Stand ihm deutlich besser. Wir lehnen es ab, uns seine weiteren Videos anzuschauen. Denn wir lehnen es ab, unser mentales Wohlergehen weiter in diesen niemals enden wollenden Schlund voller geistiger Jauche zu stürzen. Wir lehnen es nicht ab, uns das Feuerwerk an lustigen sowie geistreichen Kommentaren seiner Anhänger, die mein Fankanal bekommen hat, anzuschauen. Lachen steht uns deutlich besser. Ich wollte es übrigens nochmal kurz anmerken. Attila profiliert sich ja ganz gerne damit, wie viele Anhänger er doch hat. Und es werden ja immer mehr. Dem muss ich Gott sei Dank widersprechen. Es sind nicht viele, aber die da sind, sind halt verdammt laut.
Gut. Was hat die Army vom vorlauten Klaus-Peter Hildmann denn zu bieten? Neben einigen seiner Anhänger, die wegen seiner Aufforderung zu disliken das exakte Gegenteil getan haben. Da sind so viele unglaubliche Trolls drin. Ich glaube auch wirklich, dass sehr, sehr viele Leute da drin sind, um einfach nur zu gucken, was für Scheiße da gepostet wird. Denen geht es gar nicht darum, irgendjemanden zu unterstützen. Die denken sich dann auch so, Alter, was wird da für eine Scheiße gepostet? Das ist so mittlerweile einfach nur noch Comedy. Es ist wirklich einfach nur Comedy, weil das Zeug, das ist wirklich, viele Sachen kannst du einfach nicht ernst nehmen. Wohlgemerkt sind die Kommentare, die von ihm kamen und gegen ihn selber sprechen, die mit den meisten Likes, überzeugt euch selber, tatsächlich so ein paar, sagen wir, interessante Gedankengänge vermittelt worden. Die Kommentare auf dem Level von "Du bist ja so dumm, hihihi, Emoji", erklären wir uns. Diese Art habe ich schon zu Genüge vorgetragen. Ich verweise auf meine Rebecca Wing Fan-Kommentar-Videos, die uralt sind, die zufälligerweise erstaunlich viele Ähnlichkeiten zu denen von Attilas Fans aufweisen. Scheint sich kognitiv wohl um dieselbe Sparte von Mensch zu handeln, nur mit dem Unterschied, dass die einen gerade ihre Milchzähne ausgespuckt, die anderen hingegen wieder mal ihr Gebiss verlegt haben. Noch unterhaltsamer wird es übrigens, wenn seine eigenen Telegram-Leute seine Aussagen mit anekdotischer Evidenz widerlegen. Sehr unterhaltsam. Müsst ihr euch unbedingt geben. Fangen wir einfach mal an. Um Gottes Willen, lass Hirn regnen. Vor allem für die Nicht-Aluhut-Träger. Attila, weiter so! Weil er bezeichnet sich ja... Der bezeichnet sich ja selber als Aluhut-Träger. Der macht sich selber dumm. Der macht sich damit selber dumm und lächerlich. Ja. Ich finde den Typ einfach super, ja. Also Raha stabil. Na, immerhin den Namen richtig geschrieben. Ob ich ihn darauf hinweisen soll, dass Attila sich vor dem Begriff sträubt und sich bei Vernehmung die Nackenhaare von ihm aufstellen? Oder hat er diese Aussage mal wieder revidiert? Man weiß ja nie bei ihm. Ich hätte übrigens noch einen Designer-Aluhut von Balenciaga auf Lager. Würde sich für ihn ja lohnen, wenn er mal in teurere Klamotten investiert. Wenn man beobachtet, in welcher nicht vorhandenen Häufigkeit er diese wechselt. Attila ist der Beste. Das Gegenteil... Okay. Das ist mal eine ganz steile These. Hallo du Nuller! 3 Ausrufezeichen. Ich denke, er möchte damit seiner Aussage mehr Ausdruckskraft verleihen. Fehlt allerdings die Aussage, der Kraft verliehen werden könnte, bestärkt es nur das in mir aufkommende Gefühl. Minus-IQ, hoffentlich mal wiedersehen. Das sind halt auch Leute, die... Was schreiben die da eigentlich? Ich verstehe das nicht, die schreiben irgendwas, was keinen Sinn ergibt. Als ob derjenige sich dann das durchliest und denkt so, ja, er hat eigentlich recht. Ich bin ein Nuller, ja, und ich bin auch stolz auf mein Minus-IQ. So, schreibt da wenigstens einen Kommentar hin, damit derjenige auch was draus lernen kann. Aber das sind halt einfach nur so Leute, die einfach... Da ist geistig halt gar nichts mehr da. Fühl, traurig, ist hier mit einem dummen Menschen zu tun zu haben. Bist du stolz auf deinen Minus-IQ? Ja, ich denke auch. Ein auf Nimmerwiedersehen würde ich an der Stelle durchaus begrüßen. Just Zero, Clown-Emote, wird nie etwas verstehen. Oh, ich verstehe sehr wohl, dass Attila sowie Gefolgschaft alles, was sie irgendwo mal aufgeschnappt haben, an sich nehmen, ein wenig mit einer letalen Dosis Salz garnieren, wild durcheinander würfeln und die Suppe des Endresultats als absolute Wahrheit verticken wollen. Nur schade, dass der Großteil der Menschheit nicht sonderlich auf versalzener Suppe steht. Genauso wenig wie der Möchtegern-Chefkoch hier unten immer zu finden ist, der sein ewig gleichfad schmeckendes Süppchen gegen Attila kochen will. Was? Wir aber, die Oberschwurbler, stehen hinter Attila. Und haha. Oh Mann. Wir werden immer mehr. Ja, sag ich ja. Das ist so cringe einfach. Dann werden es wahrscheinlich bald 500 Dislikes und eine Aktionsanteilnahme von 0,4%. Ha, da schaudert's mich. Wir kochen dann die linke Brühesuppe. Wie gesagt, niemand steht da versalzen. Neben weiteren wirren Anschuldigungen, die ich hier nicht ins Video einbringen möchte, aus Gründen, die ihr euch vielleicht denken könnt. Ich merke einfach, wenn ich diese Kommentare lese, und ich sehe es ja auch bei mir, ne? Ich sehe auch bei mir ganz viele Leute, die auch oftmals solche losten Kommentare schreiben, da denke ich mir so... Ach, warum mache ich das eigentlich? Warum gucke ich es mir eigentlich noch an? Gerade im Spam-Ordner, ja, im Spam-Ordner sind immer die besten Kommentare vorhanden. Oder auch da, wo da steht, Überprüfung ausstehend. Oder auch auf Instagram. Da gibt es auch ganz viele Menschen, die mir dann Nachrichten schreiben. Da denke ich mir so, also auf was oder in was für einer Welt lebst du eigentlich? Also wie dumm können Menschen eigentlich sein? Das ist einfach Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und freudiges Ausstoßen, dass das Video ja ein paar Dislikes kassiert hat, konnte ich nicht mehr so sonderlich viel aufstöbern, außer halt Konglomerate aneinandergereihter wirrer Wortfetzen, die nicht weiter durchgekaut werden müssen, Stichwort autoimmune Selbstverdauung. Ich denke, wir sind dann heute auch endlich mal durch. Aber dir noch viel Erfolg beim schwarz-weiß-roten Flaggengewedel, lieber Rettichrommel. In dem Sinne, wir hören uns gleich auf Twitter. Ja, gutes Video auf jeden Fall. Also die ganzen Leute von Attila, das Ding ist halt, das sind halt wirklich zu 99% erwachsene Menschen, die, also keine Ahnung, die werden,
die geistig halt einfach zurückgeblieben sind. Man kann es nicht anders sagen.